Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Survival Games. Survival Games aus folgendem Grund, dass ich, weil ich die Kisten nicht öffnen kann, das ist ein sehr guter Grund und ich bin ultra müde und kann mir gerade nicht vorstellen, irgendwas anderes als Survival Games zu schaffen, aufzunehmen. Ender Games sind immer so stressig und deswegen kommt heute auch keine Binding of Isaac, ganz einfach, weil es ist so spät und ich bin so müde und ich würde am liebsten gleich schlafen gehen. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, als einziges von denen hier ein Schwert. Heißt, wir können hier gleich mal draufhauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sinnvoll ist. Der erste ist tot. Der hat anscheinend nichts dabei. Und der zweite wird folgen. So, jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass kein anderer in der Nähe ist. Eigentlich müsste ich mich gerade räuspern. Meine Stimme ist komisch. Allerdings in dieser Spannung... Doch, jetzt passt wieder. Ist das nicht möglich? Der hier drüben weiß nicht, dass wir ein Schwert haben. Wir rennen einfach mal mit der Faust zu ihm hin. Mit dem Fleisch. Guck mal, wir haben Fleisch. Ach nein, wir haben auch ein Schwert. Oh. Nein, nein. Wie konnte mir das passieren? Wie konnte er nur entkommen? Maudado, du bist ein schlechter Maudado. Er hat mir außerdem erzählt, mit dem Exe-Kit, was ich habe, mache ich mehr Schaden mit Äxten als normaler Spieler. Ziehen wir uns mal ganz schnell die Rüstung an und sortieren das auch mal. So. Oh, könnten wir Hunde... Die Hunde zähmen oder was können die Bohnen? Die Bohnen, die Bohnen. Ja genau, die Bohnen, Maudado, das sind Bohnen. Das sind Bohnen. Ganz genau. Okay, wir hätten hier auf jeden Fall eine Suppe, die instant 3 Herzen heilt. Ist auf jeden Fall was sehr Schönes. Jetzt bräuchte ich mir nur noch mehr Kisten. Komischerweise übersehe ich hier auf dieser Map, beziehungsweise auf dem Server, nicht alle Kisten, wie ich es normalerweise tue. Eine Hose hatten wir zwar schon, aber Gold ist besser als Leder. Deswegen nehmen wir sie mit. Und hier haben wir noch Zombie-Gehirn. Wir essen allerdings erstmal so ein... Wie hieß dieses Gemüse oder Obst? Ist es Gemüse oder Obst? Okay, ich habe irgendwie gerade Paranoia, dass ein Spieler hinter uns auftauchen wird und da kriegen wir eine Goldaxt. Laut euch macht die ja mehr Schaden, allerdings werden wir sie trotzdem zum Werfen verwenden. Kekse und EXP. Die EXP werden wir gleich mal verschütten. Warum haben wir drei EXP? Woher kommen die? Ach, die haben wir gerade eben schon gelootet. Oh, da, du denk doch mal mit. Oh, es läuft gerade besser als erwartet. Irgendwie mag ich auf dem Mineplex-Server die... Wie heißen diese Spiele hier? Was spiele ich hier nochmal? Wie heißt dieses Spiel, das ich hier spiele? Wir müssen gerade mal schauen, wie wir das am besten machen. So, das dahin. Na, eigentlich sollte die Angel... Ach, egal, die Angel werde ich eh nie benutzen, wie man sie benutzen soll. Erstmal den Helm wieder aufsammeln, den wir weghaben wollten. Ja, Binding of Isaac kommt dann morgen wieder. Ich habe Mittwochs keine Lesung, deswegen ist es gut machbar. Da haben wir schon wieder bessere Hosen gefunden. Aber auch endlich mal das hier. Ich sollte eigentlich das hier nicht rumliegen lassen, weil... Ja, sonst sammelt es jemand anderes auf. Auch sollte ich mir... Gedanken um den Schneesturm machen, nicht, dass er mich nach über dem Haus überfällt, überwältigt und niederprügelt. Oh Gott, meine Augen fallen hier fast zu. Ich schlafe noch wärmend Let's Play ein. Wenn das passiert, das wäre irgendwie komisch. Naja, ihr würdet es dann nie zu Gesicht bekommen, weil ich den nicht hochladen würde. Also, weil ihr diese Aufnahme hier seht, bin ich nicht eingeschlafen. Ist das nicht toll? Ha, habe ich gut gemacht, oder? Ich bin nicht eingeschlafen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Wie viele leben denn noch? Wir haben bis jetzt 2 Spieler getötet, oder? Waren es 3? Ne, 2 haben wir getötet direkt am Anfang. Ne, es waren 3. Es waren schon 3. WTF, Maudado, was ist falsch mit dir? Du tötest einfach Spieler? Das bin ich gar nicht von dir gewohnt. Oh, ein Brustpanzer. So, dann sind wir jetzt auch komplett relativ gut in equipped sogar, muss ich sagen. Supply Drop incoming bei 1000... In die Richtung und 15. Das sind wir doch überhaupt nicht in der Nähe. Perfekt. Wollen wir zum Supply Drop gehen? Also, um das zu erklären, als kleines Feature gibt es hier diese Supply Drops. Das sind Kisten, die von oben abgeworfen werden. Und da gibt es extra gute Sachen drin. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie bekommt. Allerdings sind wir so gut wie gar nicht in der Nähe. Weil ihr seht, wir müssten ganz weit in die Richtung. Oh, da sind wir im Test gewesen. Oh, ein Dreierteam. Das finde ich nicht gut. Ein Dreierteam dagegen mache ich dann doch nicht so viel. Sind sie hinter mir? Ich jetzt mal nochmal die Taste, um hinter sich zu gucken. Warum ein Dreierteam? Könnte es nicht irgendwie ein Zweierteam sein? Ein Zweierteam wäre noch okay, aber ein Dreierteam? Ich würde außerdem auch gerne essen. Aber naja, rennen wir weg. Ich meine, wir können rennen. Unsere hart trainierten Gamerbeine haben genügend Muskeln dafür. Sind immer noch hinter uns. Ja, sie geben... Oh, ich sollte vielleicht mal... Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Oh, verdammt. Gut.
Das hat am Anfang gut funktioniert, weil ich keine Gegner hatte mit Schwertern. Jetzt hatten wir ein Dreierteam. Dreierteam ist doch recht unfair. Ich weiß gar nicht, was die Regeln hier auf dem Server sagen, bis welche Teamanzahl es geht. Ich hänge noch eine Runde hinten dran, die hier war zu kurz. Bis gleich. Wie hier in der letzten Runde aufgefallen sein dürfte, habe ich es nicht geschafft, die Suppen zu shotkeen schnell genug. Wir rennen wieder in die Mitte. Irgendwie bekomme ich da ja relativ häufig was. Oh Gott, ich habe nichts bekommen. Oh nee, das ist ganz schlecht. Oh nee. Ich hätte gerne was bekommen. Nie bekommt man was, sagt der, der dieses Spiel erst das dritte Mal spielt und die ersten zweimal davor immer was bekommen hat. Nee, ich hab's viermal, glaube ich, schon mal gespielt. Einmal mit Delay noch. Naja, man kann nicht alles haben. Wir rennen einfach mal weg. Wahrscheinlich werden wir diesmal das Opfer von irgendjemand mit einem Schwert. Kein Schwert, das ist schlecht. Ach nein, da wurde schon jemand getötet. Eine grausame Welt, in den... Oh, da haben wir erstmal unser Zusatzleben verloren. Ist hier irgendwo noch eine Kiste? Na? Kleine Kiste, kleine feine Kiste, bist du hier irgendwo? Nein, ist es nicht. Oh Gott. Sie ist einfach weg. Einfach verschwunden von unserer Erde. Traurig, traurig. Ja, gerade eben, ich wollte die Suppen bis ganz knapp vom Ende behalten, dann shortkeyen, weil ich musste drei Spieler besiegen und dann war ich einfach zu spät dran. Für alles, also hat es mir gar nichts mehr genutzt. Ist hier keine Kiste? Irgendwie waren in Häusern recht häufig Kisten. Das würde mich jetzt wundern, wenn in diesem plötzlich keins mehr wäre. Oh Gott, das ist das Haus. Eng. Und zugebaut. So wie Häuser halt sind. Ach, da ist eine Kiste. Mit einer Axt. Besser als gar nichts. Dann haben wir das da noch. Und das. Können hier noch... Können wir da reinschauen? Nö, können wir nicht. Aber wir könnten hier kochen. Wir könnten leckeres Essen kochen. Habe ich die Kiste schon? Oh, perfekt. Gut, dann machen wir das so. Und haben das noch gleich sortiert. Oh Gott. Das mit den Zahlen ist echt praktisch, dass man einfach im Inventar drüber fahren kann und die benutzen. Ich hätte nicht so gierig sein sollen in der letzten Runde und zum Bleidrop wollen. Daran bin ich dann nämlich gescheitert. Die Spieler haben mich einfach getötet. Heißt halt, ohne drauf zu achten, ob ich leben wollte oder nicht. Und da drin war noch ein Goldhelm, den brauchen wir allerdings nicht, weil ja, wir haben bessere Sachen. Ach, den habe ich so rausgenommen. Können wir alles wieder zurücklegen. Wir könnten uns auch bald einen Bogen craften, wenn ich das richtig sehe. Und da kommt der Schneesturm. Oh, das ist gar nicht gut. Ich kann ja den... Nee, ich will den Schneesturm gar nicht demonstrieren, weil ich gar kein Essen hätte, um mich dann zu heilen. Ich brauche Essen. Oh nee. Oh nee. Werde ich in den Survival Games, in den Hungerspielen am Ende doch am Hunger sterben? Eine unerwartete Wendung. Da wäre ein anderer Spieler auf jeden Fall. War ich in diesem Haus schon? Sag mir nicht, dass es dasselbe Haus ist. Nee, ist ein anderes. So. Ich würde... Ah, da haben wir sogar Fleisch. Warum esse ich das nicht? Mich lieber mal ducken, weil ich da... Oh, da hinten ist auf jeden Fall ein Team. Das ist doof, wenn man in Survival Games alleine ist, weil es gibt so häufig Teams. Wir looten einfach mal die Kisten hier. Bekommen dafür noch mehr Essen. Das hat sich doch gelohnt. Und hier bekommen wir noch mehr Rüstung. Langsam sieht es doch gar nicht so schlecht für uns aus. Oh, was war das? Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, da kommt ein Spieler rein. Wir werden auf jeden Fall gleich die Axt werfen. Ich würde gerne noch die Hosen... Waren da nicht Hosen drin? Bin ich jetzt total blöd? Wann kommt dieser Spieler? Ich habe doch gehört, dass er die Türe aufgemacht hat. Spieler? Ah, da ist er. Will ich es wagen? Kommt man da rein? Da ist die Türe. Und ich habe ihn erwischt. Ich hätte gerne jetzt ultra gerne den Kompass aus den Ender Games, aber man kann nicht alles haben. Schnell mal ausrüsten, was der hatte. Das hatte er außerdem noch zwei Äxte. Zwei Äxte lege ich mir dann doch dahin, so. Und das Brot dahin. Und ein Kompass. Der Kompass zeigt an, wie weit entfernt der nächste Spieler ist. Also wir müssen doch nochmal umsortieren. So. Nein. So. Und jetzt können wir schauen. Nächster Spieler. Ist einige Blöcke entfernt. Oh Gott, ist das schön, wenn man sieht, wo der nächste Spieler ist. Jetzt fühle ich mich glatt wie in Ender Games. Jetzt hat das Ganze sich doch mal zum Guten gewendet. Das kann sich sehen lassen. Ich schaue gerade mal kurz, was wir so haben. Und ich würde echt sagen... Ah, nee, das ist die Supply Drop. Nächster Spieler. Ganz. Da hinten ist er. Wollen wir uns mit ihm anlegen? Ich habe jetzt nicht so gute Rüstung wie er. Allerdings auch nicht
zum Versagen. Außerdem hat er mich nicht bemerkt und wird da hinten gleich gegen einen anderen Spieler kämpfen, wenn ich es gerade richtig sehe. Wo war der Supply? Ich sage, es ist aber noch ein anderer Spieler. Das ist gar nicht gut. Er scheint aber zu sneaken. Heißt, er hat Angst. Ah, verdammt. Oh, verdammt, da habe ich auch die falsche Waffe gewechselt. Der war ein Krieger. Nächster Spieler, 20 Blöcke. Ich wusste es, der hat gewartet, dass wir kämpfen, um dann uns abzusnacken. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Schmeiß die Axt, Maudado. Schmeiß die Axt. Naja, das war's jetzt auch von Survival Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl die Runden jetzt nicht immer so ewig lang waren. Aber ich will jetzt nicht mehr machen. Morgen kommt auf jeden Fall The Binding of Isaac. Wie gesagt, mittwochs habe ich keine Lesung, da kann ich das dann morgens aufnehmen. Dann kommt es abends und TTT muss ich dann wieder schneiden. TTT hatte ich vorgeschnitten für die letzten Tage. Und dann würde ich mich verabschieden von euch. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.